Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ja, wir waren bei Garci letztendlich in der letzten Folge, haben ihn kennengelernt. Er ist ein relativ schräger Typ, kann man glaube ich so sagen. Ja, und wir sollen für ihn ein Video aus der Videothek ausleihen und wir sollen für seine Mutter Pralinen besorgen. Ja, Zombie-Apokalypse, überall rennen Untote durch die Gegend, irgendwelche Schattenwesen treiben mir Unwesen. Was machen wir? Logischerweise, wir besorgen erstmal Pralinen und einen Film aus der Videothek. Ich bezweifle zwar irgendwie, dass die Videothek noch irgendwelche Filme hat, aber wir müssen mal schauen, was wir dementsprechend auftreiben können, um Garci glücklich zu machen, besonders um seine Mutter happy zu machen. Wir müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Moment mal, wir haben hier hinten eine andere Quest, die Rais-Quest, die werden wir erst später machen. Wir werden jetzt erstmal die Muttertags-Quest machen letztendlich. Ja, und wir haben gelernt, wenn Mama nämlich happy ist, ist jeder happy. Ist Mama nicht happy, ist niemand happy. Das heißt, wir machen Mama happy, um selber happy zu sein. Na, nicht zwischen der Palme festklemmen. Das wäre geil. Da würde ich mir ernsthaft Sorgen machen und mal eine Diät vorschlagen, wenn ich jetzt zwischen der Palme hängen bleiben würde. Ah, okay, hier sind Rais-Schläger. Dann legen wir uns mit denen mal an. Ah, die Wurfstalle sind eigentlich gar nicht so verkehrt, denn der schöne Vorteil ist, wie man sieht, die müssen da erstmal ausweichen. Komm, steh, uff. Hallo, die sind alle hin. So, neuer Rang. Steh, uff. Oh, jetzt geht's. Sehr schön. Wir haben alle getötet, Rais Schergen letztendlich. Dieser Rohling hat mich überrumpelt. Zum Glück bist du aufgetaucht. Kein Problem. So, Inventar leider voll. Sehr schade. Wir durchsuchen jetzt erstmal die Leiche in der Hoffnung, dass die noch irgendwie, ja, ein bisschen Bargeld haben, zumindest bei sich. Liegt hier irgendwo eine bessere Waffe rum? Da liegt was Grünes, eine Grüne, eine Grüne. Haben wir irgendwelche grauen Waffen, die weg können? Ja, die können weg. Zerlegen beispielsweise. Ja, zerlegen. Platte zerlegen, dann können wir wenigstens zwei Waffen wieder aufheben. Denn logischerweise, die grünen Waffen lohnt sich mehr zu verkaufen als die grauen Waffen. Da haben wir noch eine. So, und unsere Waffe ist relativ effektiv, wie wir gesehen haben. Wenn man ein bisschen Modifikationen in die Waffe einbaut, geht's auf einmal mit den Gegnern. Komm hier. Solange wir hier sind, Inventar voll. Na, die Tasche können wir durchsuchen. 15, 15, Inventar voll, okay. Gut, das als kleiner Zwischen... Beziehungsweise, wir kriegen noch Geld von ihm. 98, na immerhin. Polizeiwagen, schade, der ist leider... Machen wir halblang. So, wir schauen mal, was wir in den Kofferraum finden. Oh, Alkohol ist sehr gut. Gerade für Monolith-Cocktails. Die wären jetzt auch relativ effektiv gewesen. So, wir gehen aber jetzt erstmal weiter zur Videothek. Bevor ich jetzt wieder mein Ziel komplett aus den Augen verliere, werden wir erstmal zur Videothek gehen und die Pralinen besorgen. Für Garci und in der Hoffnung... Obwohl... Oh, das war ein ist ein Schneller. Ah, die Waffe ist schon effektiv, wenn man die Modifikation drauf hat. Kommen wir irgendwie runter? Nee, kommen wir nicht. Okay. Dann nehmen wir mal die Beine in die Hand. Laufen erstmal ein bisschen. Hier auf den Brücken sind immer relativ viele Zombies. Da muss man wirklich extrem vorsichtig sein. Die sammeln sich nämlich hier gerne mal. Beispielsweise hier jetzt auch. Und da kriegt man dann dementsprechend Probleme. Auch an Plätzen und so weiter sammeln sich die Zombies gerne. So, da sind... Ah, hier ist schon die erste. Das ist die Bar. Wollen wir da rein? Logischerweise nicht. Und wir kommen da hoch, oder? Ja, sehr schön. Einmal nach oben, bitte. So, was haben wir hier drin? Oh, Schokoriegel ist sehr gut. Da kriegen wir wieder ein bisschen Gesundheit zurück. Da kommen wir auch nicht rein. So, wie kommen wir in dieses Gebäude hier rein? Unten, würde ich mal behaupten. Ich glaube, es wird an der Zeit, mal einen Mann auf Cocktail hier reinzuwerfen.
Das hilft natürlich auch gegen Zombies. Ich hoffe, das war's dann so ziemlich. Okay, es ist auch schweineeffektiv, das Ganze. Die Zombies rennen auch übrigens ins Feuer. Das sind ja nicht die hellsten. Das heißt, sie kommen letztendlich um. Okay, das war's, so wie es aussieht. Ja, hier müssen wir... Hier müssen wir letztendlich rein. Das heißt, wieder F drücken, oder? Ne, er macht's automatisch. Sehr schön. Okay, die eine, die ist relativ egal. Komm hier, wir brauchen den Kaffee. Kaffee. Liegt hier noch irgendwas rum? Leiche durchsuchen, Zigaretten. Alkohol, im Bus ist noch ein bisschen was. Die hat auch noch was bei sich. Looten, was das Zeug hält. Pralinen. Sehr schön, damit haben wir die Pralinen gefunden. Aber wenn wir schon mal da sind und jetzt gerade die Zombies alle erledigt haben. Ein Burger, sehr cool. Damit kriegen wir wieder ein bisschen Energie zurück. Kaffee kann man relativ gut nämlich verkaufen für bares Geld. Das heißt, das lohnt sich auch, den Kaffee hier mitzunehmen. So, wir können hier die Tür aufmachen. Die ist von innen nur verriegelt gewesen, deswegen sind wir da nicht durchgekommen. Oh, da ist noch mehr Kaffee. Pack den Kaffee ein. So, ist jetzt hier noch irgendwas? Da liegen noch mehr Pralinen. Das ist alles außerhalb. Hier ist noch Kaffee. Das war's jetzt aber. Jetzt können wir auch endlich mal die Fähigkeit richtig gut nutzen. Das. So, die einzelnen Zombies sind nicht das große Problem. Ah, eine Kiste haben wir ja noch. Sehr schön. Und nochmal Kaffee. Also Kaffee haben wir jetzt wirklich ohne Ende erstmal. So, als nächstes geht's jetzt zur Videothek. Die ist Gott sei Dank gleich ums Eck. Und da dann hoffentlich noch einen Film zu bekommen für Mama. Damit Mama happy ist. Denn ist Mama happy, ist Gazi happy. So, in diesen Containern, beziehungsweise in diesen Güterwaggons ist auch gerne mal recht guter Loot drin. Allerdings auch der ein oder andere Zombie. Und eine Statue. Es gibt im Spiel verteilte Statuen, die man letztendlich für einen Erfolg finden kann. Muss man nicht, kann man machen. Die sind überall verteilt, die befinden sich an den unmöglichsten Orten. Beispielsweise auf irgendeinem Funkturm oder sonst irgendwo anders da oben auf der Spitze. Die sind wirklich überall verteilt. So. Dann schauen wir mal, die Tür wird wieder nicht aufgehen, nehme ich mal an. Ja, wir müssen wieder von vornherein, da wo wahrscheinlich die ganzen Zombies dementsprechend nämlich sind, müssen wir uns jetzt erst wieder durchkämpfen. Da ist schon mal ein Polizisten-Zombie. Noch ein Polizist-Zombie. Das einzige Vorteil ist an diesen Polizisten-Zombies beispielsweise, die können mal ab und zu eine Schusswaffe dabei haben. Und ich hätte wirklich so langsam gerne mal eine Schuss... Oh, Polizeiwagen vor allem. Aber da sind welche mit Gas, mit Gasflasche auf dem Rücken. Die Gasflaschen kann man entzünden, die explodieren. Problem ist, wenn die explodieren, oder ein Schlagstock, wenn die explodieren, machen die extrem Lärm und ziehen halt noch viel, viel, viel mehr Zombies an. Okay, wir brauchen mehr Energie. Denkt daran, wenn ihr es nicht zum Turm schafft, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgengrauen. Es wird gerade dunkel. Oh, sehr schön. Das bringt ordentlich Kohle. Ne, wir kommen hier nicht rein. Wir müssen von vorne rein. Aber vorne sind, wie gesagt, halt die Polizisten-Zombies. Beziehungsweise. Wie kommen wir da rein? Ach, da. So viel Zeit haben wir jetzt leider erstmal nicht. Die Polizisten-Zombies halten, wie man sieht, auch ordentlich was aus. Unsere Waffe ist allerdings auch gerade hin. Ja, die mit der Gasflasche. Komm, lauf in die blöden
Spitzen rein. Sehr schön. Ein Schlagstock, Inventar voll. Scheiße! Wir haben die Gasflasche getroffen, die explodiert und lockt so ziemlich alles an, was irgendwie in der Nähe ist. Wir müssen das Ganze jetzt so mal, es wird sowieso gerade dunkel. Wir gehen einmal zu dem anderen Spot, gehen dann hier rein. Boah, ich würde das... Schloss knacken, komm, gerade keiner da. Nein, so. Ja, Schloss ist offen, sehr schön. Komm mal auf das Ding. Wo ist das? Meine Fresse, nicht jetzt. Wo ist es? Videokassette? Wir haben die Videokassette. Wie Charlie. Zieh wie Charlie. Okay, die versuchen jetzt zwangs hier reinzukommen. Schalte den Alarm aus. Okay, wir sind belagert. Wir werden das Ganze jetzt so machen. Wir werden jetzt dann die Beine in die Hand nehmen, in unseren Unterschlupf rennen. In die Safe Zone. Denn es wird sowieso gerade, wie man sieht, ja dunkel. Ja, die sind jetzt direkt einmal hinter uns her. Schade, die Polizeiautos oder so weiter zu looten, wäre extrem geil gewesen. Denn da befinden sich wirklich die besten Waffen drin. Aber es hilft alles nichts. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. So, Save Point. Bingo. Okay, so. Wir haben auf jeden Fall die Waffen, die wir... beziehungsweise, wir haben die Pralinen und wir haben das Videotape, was wir brauchen für Gassi, damit wir dementsprechend mit ihm verhandeln können. Und er uns die Arznei geben kann, die wir brauchen. Wir haben auch relativ viel Kaffee. 100 ist ein Kaffee wert. Das sind 1500, die wir haben. Sehr nice. Wir müssen dringend zu einem Händler. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Nee. Ein bisschen Zeit haben wir, so wie es aussieht, noch. Dann könnte man eigentlich mal bei einem Händler schnell vorbeischauen, weil der gleich ums Eck ist. Die Sonne geht schnell unter. Ihr habt weniger als eine Stunde, um zu eurem Versteck. So, beim Händler. Ah, schade. Überlebensrang 7 haben wir noch nicht. Brecheisen in Orange. Das wäre natürlich mega geil. Wir verkaufen ihm aber auf jeden Fall erstmal den ganzen Kaffee, glaube ich. Ja, komm, hier, du kriegst alles an Kaffee, was wir haben. Dann kriegst du die... Bringen die nur 250 bei ihm? Die behalten wir mal. Ich glaube, die bringen woanders, wenn ich die verkaufe, mehr. Ich glaube, 400 haben die doch gebracht. Nur 250 ist ein bisschen wenig, finde ich. Schnur würde er mir 40 geben, aber Schnur brauche ich leider selber. Excalibur 1300 würde er mir dafür geben. So, dann können wir auch die Hammer dementsprechend verkaufen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das hier ist ein... Ist der geupgradet? Nee, ein Clownhammer, der kann weg. Der Franzose kann weg. Der Hammer kann weg. Das Glasrohr kann weg. Den Baseballschläger haben wir noch. Den anderen Hammer behalten wir mal. Beziehungsweise die die Waffen, die wir ausgerüstet haben, werden gar nicht angezeigt, oder? Ja, dicke Lippe, Gott sei Dank, ist nicht dabei. So, wir legen hier mal noch den Hammer rein. Und den Baseballschläger legen wir hier auch mal rein. Den Rest behalten wir erstmal soweit. Hast du jetzt irgendwas Sinnvolles? Das Stromkabel, das werden wir kaufen. Alkohol werden wir auch auf jeden Fall kaufen. Klebeband nicht. Hast du eine Waffe? Baseballschläger 1900. Nee, muss eigentlich nicht sein. Beziehungsweise ein Clownhammer. Nee, hat eigentlich nur Mist. So. Okay, jetzt haben wir dann zu langsam Nacht. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten. Das machen wir jetzt einmal, dann schlafen wir letztendlich die Nacht durch und gehen dann zu Gassi und werden einmal die Quest abgeben. Na toll, Regen und Stockdunkel. Hm, ist klar. Nein, danke. Nachts sollte man in dem Spiel echt nicht draußen sein, wenn es die Mission nicht verlangt. Es gibt leider auch Missionen, die genau nämlich das verlangen. So, dann einmal zurück zu unserem Freund. Na, vielleicht können wir hier noch das... Schloss knacken schwer. Da ist meistens geiles Zeug drin.
Ah, schade. Aber wenn hier gerade kein Zombie ist, müssen wir das ausnutzen. Na, 130er Brieftasche, immerhin. Schloss knacken nochmal schwer. Bingo. Ah, das ging jetzt relativ gut sogar. Was haben wir hier drin? Kreuzritter, eine Waffenmodifikation. Ja, die findet man auch gerne mal da drin. Es sind letztendlich praktisch, weil sie eben die... Boah, hier ist einiges. Weil sie eben die Schadenszahl erhöhen oder die Reparatur erhöhen. Oder die Haltbarkeit halt dementsprechend erhöhen. Also wirklich, Waffenmodifikationen sind durchaus sinnvoll. Und solange wir hier unentdeckt sind noch von den ganzen Zombies, können wir hier looten, was wir wollen. Stromkabel, sehr schön. Die sind relativ selten, habe ich das Gefühl. Gut. Dann geht's einmal zurück zu Gazi. Das heißt, ich muss wieder durch den blöden Tunnel gehen, so wie es aussieht. Ja, wir müssen durch den Tunnel. Aber... Boah, ist das dunkel. Okay, ich sehe rein gar nichts. Brennende Zombies muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich zu nah an denen vorbeilaufe, kann ich logischerweise auch selbst Feuer fangen. Oh, hier ist die Hölle los. Ah, unsere Ausdauer. Bisschen mehr Sport, mein Freund. Würde die nicht schaden. So, dann schauen wir mal, ob er uns den jetzt zu Mama lässt und ob er uns die Medikamente gibt. Hier, dein Film und die Pralinen. Oh, da wird Mama sich aber freuen. Ein Hoch auf Gazi. Oh ja. Okay, dann muss ich wohl durchs Dach. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Okay, durchs Dach. Das heißt, wir müssen da hoch. Wir müssen hier rüber gehen. Das Zeug hängt hier nicht umsonst rum. Das heißt, wir müssen wirklich extrem viel klettern, um da hinzukommen. Ja. War ja eigentlich fast klar, dass es nicht ganz so einfach wird, das Ganze. So, kommen wir da irgendwie... So, einmal die hochklettern, hochklettern, hochklettern. So. Au! Verfehlt. Ah, wir können uns am Rohr rüber... Ah, ein Rohr. Gut, hangeln wir uns am Rohr rüber. Meine Sprungkraft reicht wohl nicht ganz aus, glaube ich. Sie haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Schauen wir mal ganz kurz. Fertigkeit. Oh, in Kraft sogar. Sehr schön. Was haben wir hier? Je fitter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Okay. Werfen sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf Gegner und massiven Schaden zu Tipp. Zweimal rechte Maustaste an, um zu zielen. Drücken sie linke Maustaste, um zu werfen. Visieren sie mit Wurfwaffen bis zu drei Feinde an. Ah, Ziele markieren. Je fitter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Dass man ein bisschen mehr aushalten. So. Weil da geht es nicht lang, aber... Da beispielsweise kommen... Komm, Glätter hoch. Bingo. Liegt hier irgendwo eine Waffenmodifikation rum? Hier liegt auch gerne mal Zeug rum. Also das ist nicht alles umsonst, was wir hier machen. So, da müssen wir springen. Oder? Glaube schon. Okay, anscheinend nicht. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Wir sind gestorben. Man kann da wohl doch nicht rüberspringen. Scheiße. Und was haben wir jetzt alles verloren? Nichts. Nee, Gott sei Dank nichts. Wir müssen nur wieder komplett zurückrennen. Musste ja sein. Ganz toll. Okay, gut. Dann halt nochmal von vorne das Ganze. Wenn es denn unbedingt sein muss. Nee, Excalibur brauchen wir nicht. Ich hasse dieses Sprungpassagenzeug. Man hätte wohl einen anderen Weg suchen müssen. Springen war die falsche Option auf jeden Fall. Ja, jetzt ist schon ein bisschen heller im Tunnel. Ich glaube, es hing auch an der Tageszeit, weil es recht früh am Morgen war. Wir können mittlerweile über Kopf springen. Das war jetzt einer dieser Kopfsprünge. Wenn ich wenn ich auf einen Zombie zurenne, hochspringe und nochmal die Leertaste drücke, kann ich letztendlich über seinen Kopf drüber springen. Das ist extrem praktisch, finde ich, das Ganze. Und dann kann man wirklich sehr gut den Zombies ausweichen. Na komm, wenn wir schon mal da sind. Komm, ich will eigentlich nur hier hoch und wieder rein und wieder dahin. Ich will das schnellstmöglich hinter mich bringen.
Mann, ist das peinlich. Da bin ich einfach abgestürzt. Das ist aber auch. Wie soll ich denn da rüberkommen? Anscheinend gibt es wohl doch irgendwie einen anderen Weg. Beziehungsweise irgendwo wieder ein Seil oder ein Rohr, wo wir uns dran klammern können. Der Anfang hat auf jeden Fall gepasst. Diese Kletterei immer. So, dahin. Rüber. Ganz rüber komme ich noch nicht, oder? Nee, das Rohr hört da auf. So. So. Okay. Und wo jetzt, bitteschön? Da ist nichts. Das geht wieder in die Hose. Ich weiß nicht, wie ich darüber komme. Überleben 120 haben wir Minus gekriegt. Ganz toll. Wie komme ich darüber? Das ist der einzigste Weg. Das gibt's doch nicht. Oh, mit einer Kiste. Rais Männer mit einer Kiste. Schloss knacken schwer. Es müsste gleich ein Zombie kommen. Das war leider relativ laut, das Ganze. Nein! Nicht abbrechen. Bingo, wir haben's. Komm, mach das Ding auf. Hoffentlich hat sich's gelohnt. Ja! Ja! Ah, nee, schade. Ist ein kurzes Messer. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Das kurze Messer ist das Problem. Aber den Spaten nehmen wir auch noch mit. Mit dem Kurzmesser ist das Problem, das ist zwar eine schnelle Waffe, allerdings keine wirklich effektive Waffe. Das heißt, der Schaden ist relativ gering von der Waffe. Komm. Wir machen die Folge ein kleines bisschen länger. Ich will das jetzt nochmal testen. Ich will zu Diem, ich will zu Gazi rein. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht schaffe, da hinzuspringen. Also, die Leertaste und so weiter habe ich gedrückt. Er hält sich nur irgendwie nicht daran fest. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann. Aber es muss einen anderen Weg geben, letztendlich. Das kann nicht so kompliziert sein, da reinzukommen. Da ist ein Rohr. Ah! Nee. Jetzt sehe ich's. Da ist ein Rohr unten dran. Hier. Nee, warte mal. Von da nach da kommen wir nicht, oder? Ja, von da nach da kommen wir nicht. Ah, wir können von oben von der Brücke. Wir müssen auf die Brücke rauf. Kommen wir da auf die Brücke? Da ist letztendlich nur das zum Springen. Das funktioniert aber nicht. Also man kriegt später im Spielverlauf kriegt man noch einen Haken oder einen Wurfhaken, mit dem man sich rumseilen kann. Da ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem. Aber wenn man den eben nicht hat, muss man letztendlich springen. Und das ist schwierig. Komme ich da hoch irgendwie? Nee. Ich würde gern... So komme ich da hin, aber das bringen wir doch auch nicht. Oder ist wirklich unten dran was? Wir müssen uns das jetzt nochmal genau anschauen. Es ist egal, wie lange die Folge jetzt geht. Ich will das jetzt rausfinden. Das kann übrigens nicht sein, dass ich da nicht rüberkomme. So, springen. 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 Hier ist aber nichts. Hier ist nichts zum Festhalten. Kein Rohr. Ich komme da nicht rüber. Jedes Mal, wenn ich hier runterfall, bin ich sofort tot. Und hier ist nichts. Da komme ich aber auch nicht hin, oder? Komme ich da irgendwie hoch? Nee. Nein! Scheiß, die wandern! Ich hab dieses Rohr... Ich hab's nicht gesehen! Ich hab dieses Kackrohr nicht gesehen! Oh, ich will nicht die... Oh, ich will nicht die Kommentare wissen, was da jetzt kommt. Oder was da bereits im... Was da unten drunter steht.
Siehst du denn das Rohr? Nein, ich hab das Rohr. Ich hab dieses Kackrohr nicht gesehen. So eine Scheiße. Das gibt's nicht. Ich hab das echt nicht gesehen, das Rohr. Mann! Hier ist es wiederum klar. So, wir brechen jetzt hier gleich durch. Auch klar. Macht aber nichts. Das gibt's doch nicht. Boah, ich hab dieses Rohr da nicht gesehen. Na, immerhin auf Anhieb aufgekriegt, das Ding. Das gibt es nicht. Okay, wir machen die Folge noch ein kleines bisschen länger. Wir werden jetzt erstmal zu Gazi noch gehen, mit dem reden. Das gibt es nicht, als kleine Entschädigung für meine, ja, Blödheit letztendlich. Man kann es nicht anders dann nennen. War da irgendwas zum Looten? Ah, Süßigkeit, immerhin. 120 haben wir mittlerweile, Gesundheit. Dann schauen wir mal, was Mama uns zu sagen hat. Hallo, Gazi. Psst, der Film läuft. Mama will zuhören. What's best, Mom? Alles klar. Und er schaut nur Rauschen an. War ja klar. Mir musste ja schon, dass Mama tot ist. Charlie. Der Film über ihn. So, aber hier ist viel interessanter. Hier liegt eine Nachricht. Die können wir mitnehmen. Die sind übrigens auch orange gekennzeichnet. Die findet man in der ganzen Map letztendlich. Beruhigungsmittel, die wir brauchen. Sammeln Sie die Krampflöse ein. Sehr schön, haben wir. Gibt es hier noch irgendwas? Schrank ist nichts. Und Mama. Na komm. Ist Mama happy? Ja, Mama ist total happy. Gazi hat Pralinen und den Film besorgt. Dann werde ich mir die Medizin für meinen Freund nehmen, ja? Okay. Mama hat keine Anfälle mehr, seit ihr Kopf ein Kürbis ist. Die Medizin liegt da auf dem Tisch. Ja, danke, Gazi. Gazi macht alle Leute happy. Mama ist happy, das ist die Hauptsache. Sehr genial. Okay, mit dieser grandiosen Szene war's das Ganze für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.